Was muss ich alles zahlen, wenn ich eine ukrainische Frau oder russische Frau kennenlernen möchte? Einige Männer, die haben total panische Angst, dass es so teuer wird und dass die Frauen solche Ansprüche haben. Das ist einfach unglaublich. Habe ich mich extra hier vor dem Schmuck gestellt, ja, dass das zum Thema ist. Und ich wollte meine Erfahrung mit Ihnen heute teilen. Ich bin immer noch in Warschau und dann, bevor ich dann jetzt ins Hotel gehe und mich ein bisschen entspanne, wollte ich noch Ihnen ein paar Gedanken verraten, ja, was man alles zahlen muss. Einige denken und dann schreiben so viele in Kommentaren, wie sie sehen oder wenn sie dann lesen, dann denken alle, oh, die Frauen, die wollen so viel, die sind unbezahlbar und die sind so teuer und sie wollen das. Wissen Sie, das ist das, was ich Ihnen immer sage, das ist Ihre Einstellung. Und solange Sie so denken, werden Sie immer wieder diese Frauen anziehen. Ich hatte immer wieder diese Bestätigung. Da kommt ein Mann zu mir ins Haus, in mein Büro. Und er sagte, Natalia, ich war so oft abgezockt. Ich glaube schon keiner Frau. Und deswegen bin ich war schon 10 Jahre auf der Partnersuche. Und deswegen bin ich zu Ihnen gekommen, damit Sie mich so schützen vor der Abzocke. Und ich habe gedacht, meine Güte, solche Mission eigentlich unnötig, bei uns zockt keiner jemanden ab, die Frauen zocken Männer nicht ab. Ich bin gerade die reinste Partnervermittlung, wo die Frauen ihre Liebe suchen. Da so präsentiere ich mich im russischsprachigen Raum für die Frauen. Wenn ich sage, hier gibt es nichts abzuzocken, wir haben dann so strenge Kontrollen, wo man, sie können einen tollen Mann bekommen. Sonst nichts, kein Euro, nichts gibt es hier. Ne? Und auch bevor Sie einen tollen Mann bekommen, vielleicht müssen Sie sogar für Reisen oder sowas ausgeben alleine. Ja, es gibt nichts Finanzielles hier im Spiel. Ja, aber dafür können Sie Liebe des Lebens gewinnen. Ja. Für diese Aufnahme schließe ich diese Abzocke aus. Und dann kommt der Mann und zittert, sagt, ich brauche, dass Sie mich schützen. Da danke ich, easy, denke ich, das ist ja kein Problem. Das ist überhaupt, diese Aufgabe muss ich gar nicht machen, weil dieses Problem haben wir nicht in der Partnervermittlung. Was denken Sie? Dieser Mann wird mein Kunde und dann trifft er eine Frau, die irgendwann im Prozess der Vermittlung, zeigt sich so komisch, wo der Mann vermutet, sie brauchte nur sein Geld. Warum? Weil die hatten so eine Beziehung und dann irgendwie hat er dies bezahlt oder das bezahlt und dann die Beziehung geht kaputt und der Mann beschuldigt die Frau und sagt, ja, die hat nur mein Geld gebraucht, wie immer. Hier muss man sagen, wissen Sie, unglaublich große Rolle spielt ihre Einstellung, wenn Sie zu uns in die Partnervermittlung kommen. Das Basis ist schon wunderbar. Wenn Sie aber so denken, dass alle Frauen Sie abzocken, Sie ziehen solche Frauen an. Gleichzeitig kommen zu mir Männer mit unglaublich hohen Ansprüchen. Ja, da kommt der Mann und er sagt, Natalia, ich suche, zum Beispiel der Mann ist 65 und er sagte, ich suche Frau, die 30 Jahre jünger ist als ich. Ich möchte noch ein Kind haben, deswegen mit der Frau ab 40 kann ich nichts anfangen. Ich bin mir sowas von sicher, dass ich mit Ihrer Hilfe, Natalia, nur mit Ihrer Hilfe die richtige Frau finde. Ich lege so sehr viel Wert auf Ihre Professionalität. Sie sind die Einzige, wo ich Vertrauen habe und ich weiß ganz genau, mit Ihnen zusammen werde ich erfolgreich. Dann höre ich das in meinem Büro. Ich habe gedacht, das ist ja sehr, sehr schön nett, dass Sie mich so sehr schätzen. Aber da so euphorisch würde ich noch nicht sein. Ja, da gucke ich manchmal skeptisch, aber ich sage, ja danke, natürlich, wir machen das Beste. Wir gehen mit Ihnen diesen Weg und ich bin die Erste, die sehr, sehr unheimlich glücklich ist, wenn Sie Ihr Glück finden. Und was denken Sie? Sehr, sehr schnell hat dieser Mann, und nicht nur er, es gibt natürlich viele solche Beispiele, findet er seine Frau, die er gesucht hat. So schnell, dass ich gar nicht mehr noch glauben konnte, dass das so schnell passiert. Der andere, der denkt, alle Frauen nutzen ihn an und ich muss ihn schützen, programmiert diesen Ablauf. Und auch wenn ich dann immer wieder einsteige, dann muss ich mit Männern sagen, Mensch, das ist dein Problem. Wir müssen, denk mal daran nicht.
So ist es gar nicht. Du musst hier bei uns keine Sorgen machen. Ja? Und ich wollte das auch noch eine Geschichte, die gerade hier passierte, bei uns auch Ihnen erzählt. Die Frau kommt aus der Ukraine. Die arbeitet in der Ukraine. Die verdient ziemlich wenig Geld. Was verdienen die Ukrainer dort? Die ist nicht nach Europa gegangen. Die ist in der Ukraine geblieben. Warum? Die sagte, naja, ich weiß nicht, so schlecht geht es mir auch nicht. Ich glaube, es gibt Menschen, die richtig in diesen gefährlichen Gebieten gehen, wo sie leben, obwohl, da, sagen wir so, die sagte, ich glaube, ich komme hier noch zurecht. Es gibt Menschen, die mehr Hilfe brauchen. Ich glaube, die gehen dann nach Europa, die mehr Unterstützung und Hilfe brauchen. Ich komme auch hier noch zurecht. Ich beschwere mich nicht. Und dann kommt sie in die, hierher und der Mann hat Hotel bezahlt, ein schönes Hotel haben wir hier gelebt, die ist total glücklich, bedankt sich immer wieder, immer wieder. Und dann sagte er, was hast du für die Reise bezahlt? Und die sagte mir, Natalia, so viel war das nicht, diese Reise, so teuer war das nicht. Ich sage ihr, sag mal bitte, was kostete die Reise? Der möchte dir erstatten die Kosten. Nein, ich schäme mich so sehr. Wissen Sie, Natalia, der ist so toll, der hat schon so viel Geld bezahlt, das Hotel war so toll, ich bedanke mich so sehr, das war wirklich sowas Luxus. Ich habe richtig diese 2 Tage so genossen hier, da kann ich mindestens die Reise bezahlen, diese Anreise. Ja, die war das heißt, ein bisschen mit dem Zug gefahren, dann umgestiegen in der Ukraine, dann mit dem Bus nach Warschau, dann hier mit Taxi gefahren und zurück ungefähr. Ne? Und die sagte, der hat mir solche schöne Tage bekommen, geschenkt, der ist so ein wunderbarer Mann, ich kann das nicht annehmen, ich schäme mich total, noch über die Reisekosten zu sprechen. Ich sage ihr, du musst nicht schämen. Wissen Sie, ich habe mit ihr 3-mal gesprochen und der Mann sagte, Natalia, ich bezahle Ihre Reise. Das ist kein Problem, ich möchte dir bezahlen, die Reise. Und die Frau sagte, nein, ich war schon satt, diese Frau zu überreden. Dann heute, der ist zuerst geflogen und dann die Frau 3 Stunden später, sodass ich noch mit ihr ein bisschen reden konnte. Und dann das letzte Mal habe ich sie gefragt. Er fragt nochmal, wie viel Geld kann er dir lassen, damit du ein bisschen dann decken kannst, die Reise. Nein, ich habe gesagt, nein, ich freue mich, dass ich mindestens Reise bezahlen kann. Der Mann verdient sehr gut. Ich habe mit ihm gesprochen, ich sage, wenn du unbedingt ihr bezahlen möchtest, so reich ist sie nicht, die Frau. Ne? Die hat wegen Eigentum in der Ukraine noch einen sehr gut bezahlten Job. Das muss man muss hier, um einzuschätzen, muss man unglaublich viel Einzelheiten, Details zur Kenntnis nehmen, ja, um dann zu sagen, was ist in diesem Moment richtig überhaupt. Aber so zeigt sich auch der Mensch. Wie ist der Mensch? Ne? Das ist wirklich nur Vorteil für die Frau, dass sie sich so gegen Geld gewehrt hat. Ne? Und dann habe ich heute früh dem Mann gesagt, ich sage, weißt du was, wenn du ihr das Geld geben willst, dann gib ihr 100 Euro, 150, 200 Euro, wie viel du möchtest, aber nur, wenn du das willst. Und dann gibst du mir dieses Geld, dann du reist ab und ich gebe ihr das Geld, weil das nächste Treffen, der Mann hat Interesse an dieser Frau. Und das nächste Treffen wird sie sehr wahrscheinlich zu dem Mann nach Deutschland schon kommen. Ne? Und so haben wir gemacht. Er hat mir gegeben das Geld und ich habe, als der Mann schon weg war, dann habe ich der Frau dieses Geld gegeben. Die kann das nicht zurückgeben. Ich sage, guck mal, der macht sich so viel Gedanken um dich, der möchte, dass es dir geht, gut geht. Also, das ist wirklich unglaublich große Investition in die Beziehung. Das war für die Frau natürlich unglaublich große Tat, dass der Mann sich so viele Gedanken um ihr Wohlgehen macht. Dass er wirklich nicht abreisen konnte, ohne dass er dieses kleine Geld gegeben hat. Ja, für diese. Aber wissen Sie, Sie müssen immer wissen, wann und für welche Frau sich das lohnt. Wenn diese Frau schon sagt, die Beziehung, der Mann ist mir so wichtig, dass ich gerne auf diese Kosten verzichte, ich möchte mindestens irgendwelche Investitionen auch in diese Beziehung machen, aber die hat nicht gedacht, die musste 1,5 Tage mit Bus und Zug und sowas fahren, das ist schon eine unglaublich große Investition. Und dann war sie noch bereit, das Geld zu investieren, was sie wirklich nötig hat und nicht genug hat. Wissen Sie,
das sind wichtige Bausteine. Das sind wichtige Bausteine. Und was ich Ihnen sagen wollte, es stimmt nicht, dass alle Frauen scharf auf das Geld sind. Und es stimmt nicht, dass alle Frauen Männer ausnutzen wollen. Es stimmt nicht, dass alle Frauen nur Reiche suchen. Das stimmt überhaupt nicht. Es tut mir wirklich leid, wenn Sie bis jetzt nur solche Frauen begegnet haben, die sie ausgenutzt haben, oder nur weil sie und oder dass sie nur mit solchen Informationen konfrontiert haben, oder dass sie bis nur mit solchen Erfahrungen, Geschichten, die auch sie vielleicht von den anderen gehört haben. Das tut mir wirklich leid, dass in ihrem Leben bis jetzt nur dieses Negative dominiert. Mein Tipp: Ändern Sie bitte diese Sendungen auf positive. Das ist wirklich unglaublich wichtig. Konzentrieren Sie sich bewusst auf das Positive. Fokussieren Sie Ihre Aufmerksamkeit auf das Positive. Und wenn Sie zum Beispiel überhaupt sich für ukrainische oder russische Frauen interessieren, dann wissen Sie, es gibt die, nur es gibt sie nicht so viele wie die großen Massen von denen, die man nicht haben will. Darum geht es. Und deswegen, unsere Aufgabe war nie so leicht. Nie so leicht, wie ich in einem Video gesagt habe. Auch früher war es so. Nur früher kamen wirklich nur diese Rosinchen nach Deutschland, die wir vermittelt haben oder die Erfolg haben und haben ihre Männer geheiratet haben. Und Männer haben diese Rosinchen, die guten Frauen nach Europa geholt haben. Deswegen haben sie hier ukrainische Frauen getroffen, die toll sind, die integriert haben, die verdient haben, die haben gelernt, die sind wirklich toll. Jetzt sind die Massen gekommen und wir haben von diesen Rosinchen nicht die Mehrheit. Nicht die Mehrheit, die Rosinchen, die Männer haben wollen. Deswegen, Partnersuche ist spannende Sache. Das ist eine große Aufgabe, die wir, unsere Agentur, bereit ist, mit Ihnen zusammen zu machen. Hand in der Hand. Ich freue mich sehr auf diese wunderbaren Paare, auf die ich stolz bin, wie auf dieses Jetzt-Paar, weil ich habe wirklich diese Zeit mit denen unglaublich genossen. Ich danke Ihnen, freue mich auch, Sie kennenzulernen, freue ich mich, mit Ihnen zusammen Ihre Frau kennenzulernen. Und ich danke für die Kommentare und Likes. Bis das nächste Video.